Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Wir gehen direkt rein, wieder mal, direkt in den Laden. Na, Punkt kriegen wir keinen, ist aber egal. Wir haben mittlerweile fast 18.000. In unserem Konzern reicht natürlich bei weitem noch nicht, dass wir unseren Konzern auch selber starten können, ne? Ist ganz klar. Von daher machen wir natürlich hier noch ein kleines bisschen. Ich habe die Anmerkung bekommen, bitte doch nicht den Verkauf wegzuschneiden, worauf ich natürlich jetzt dann auch achten werde, dass ich nicht mehr so viel schneide. Ich werde im Grunde wirklich nur noch sowas schneiden, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt da stehe und alleine die Paletten auspacke, weil da passiert nicht viel. Ja, da kann ich auch nicht viel verkehrt machen. Da kann auch nicht so viel verkehrt laufen, außer Wiebke zum Beispiel, die dann noch nicht auspacken konnte, zum Beispiel. Ne? Das war natürlich ein wenig blöd, aber naja, gut. So, der Paul ist heute krank. Das ist natürlich nicht schön. Aber gut. Jetzt habe ich schon gedacht, wohin geht er denn? Dabei setzt er da noch was rein. Ja, das ist okay. Halt, nein, warte. Abbrechen. Hier. Wenn, dann gehe ich da ran. Weil der Colin, der soll dann lieber, wenn er jetzt das noch ausgepackt hat, raus. Harry, wie viel Zeug hast denn du dabei? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist Wiebke auch da. Die macht uns natürlich jetzt halt vieles kaputt noch. Aber ist jetzt erst einmal auch egal. Weil die packt jetzt ja gerade mal nur eine einzige Palette aus. Das sollte nicht allzu viel kaputt gehen, oder? 5 Artikel von 30. Wiebke, spinnst. Oh Mann. Na gut, dann kam noch der Hinweis, dass das mit den Kassen, dass es im Grunde deswegen so ist, weil die Kassen, nämlich wenn die nicht an der Wand stehen, dann müssen die Kunden irgendwie das Gefühl haben, ich muss mich jetzt da hinten durchquetschen. Ansonsten werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich. Also von daher sind die dann quasi immer da hinten an diesem schmalen Streifen, der ja da noch war, das war ja nur zwei Felder, sind die natürlich da immer vorbeigequetscht. Ja, und wahrscheinlich hat es deswegen auch dann immer wieder zu Problemen geführt. Naja, gut, hoffen wir mal, dass es jetzt halt nicht mehr so ist. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Der Valentin ist am Einräumen. Colin müsste Pause haben jetzt, oder? Nee, der ist noch am Schuften. Oder schon wieder raus aus der Pause, kann auch sein. Jawohl, so kürze ich das. Dann läuft es nämlich auch. So, wir haben auf jeden Fall eine Kasse, zwei Kassen sogar da. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt halt mal hier zu. Und dann düsen wir mal dahinter. Habe ich jetzt die Hemden gekauft oder nicht? Ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte was gekauft. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Hosen? Habe ich noch Hosen dazu gekauft? Nee, die hängen ja alle. Ah doch, freilich, diese Sporthosen habe ich gekauft. Da habe ich jeweils 5 Stück drin. So, hängen wir gleich rein. Na, nicht reinhängen. Rausnehmen wieder, bitte. So. Was sollen die machen? Die sollen ja auch geschult werden, ne? Dass die wissen, wie sie sowas reinzuhängen haben. So, dann haben wir die Hosen, die Oberteile. Da bin ich jetzt halt etwas überfragt. Ich habe diese zwei, ne? Das heißt, ich kann jetzt halt den hier und den hier reinhängen. Machen wir mal ein bisschen schneller, weil ich denke mal, dass einer von den Wiederbefüllern auch daherkommt und das dann wieder befüllt. Oder neu befüllt oder wie auch immer. Wir haben zwei Leute an der Karte. Nee, okay. Dann gehen wir mal daran nochmal. Kleider, Oberteile. Die zwei haben wir drin. Dann würde ich sagen, kommt der hier. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Also gut, ich häng's rein. Ups. Ich häng's rein. Jetzt gucke ich nochmal hier. Ach, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Davon habe ich 10 da, ne? Ja, davon habe ich 10 da. Das ist nämlich der gleiche hier. Und der da auch. Also. Und es ist faszinierend. Ich starte die Aufnahme und mein Nachbar fängt an zu klopfen, weißt du? Ich könnte ihm manchmal den Hals rumdrehen. Zum Glück bin ich so ein geduldiger Mensch.
Keine Ahnung, wen der malträtiert. So, okay. Dann die Jacken. Die Jacken waren das, ne? Wir hatten diese Jacken hier mit reingenommen. Und natürlich diese beiden auch noch. Das ist halt das, wenn man dann mehr hat, ne? So, die und die. Wir hatten eigentlich einiges an Jacken da. Dann hatten wir... Moment. Waren das die zwei? Oder hatte ich die nicht schon? Gleich nochmal nachkontrollieren. Die habe ich fünfmal. Die habe ich fünfmal. Okay, das sollte eigentlich passen. So, dann. The next. Aber da habe ich nur vier. Warum? Gleich nochmal checken. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf auf Lager und warum? Ah, kaputt gegangen. Na klar. Das war einer der Artikel, die kaputt gegangen ist. Deswegen. Mich wundert es nur, dass ich die dann im Lagerbestand habe, weil wenn ich jetzt da drauf gehe, ne? Ach nee, auf Lager 4. Okay. Na, dann passt's. Hallo? Lässt du mich da ran? Danke. So, Kleidung, Oberteile. Wir haben. Ach ja, die hässlichen Dinger da, ne? Haben wir noch mit reingenommen. Also ich finde sie ja zumindest nicht schön. Das, wenn irgendwie sich über den ganzen Ding verteilen würde, dieses Gestrichelte, das wäre, glaube ich, besser. Aber naja, was weiß ich schon, ne? Was habe ich schon für einen Geschmack? So, dann haben wir da sogar noch das Gelbe, okay. Plus. Hey, a little help. Ja, dann nehme ich halt das da noch mit hin. Thanks. Hey, a little help. Wo sind meine Auffüller? Ich habe zwei Auffüller und keiner füllt nach, oder wie? Hey, got a second. Wahnsinn. Dann mach halt ich. Thanks. Ah, Ricarda wollte gerade. Alles klar. So, Oberteile. Jetzt gucken wir nochmal durch. Davon habe ich noch 10 drin und ich glaube nicht, dass ich die da... Doch, die habe ich da drüben hängen. Warum? Hey, can you help me? Ach, weil ich 15 davon bestellt habe. Okay. Okay. So kenne ich meinen Laden, ne? Na gut, das ist Armina. Was kümmert mich das, ne? So, wir haben dann nochmal, warte mal, davon habe ich doch auch 15 bestellt, oder nicht? Jetzt kommen mal die zwei noch rein. Hey, a little help. Ja, davon habe ich 15 bestellt. Okay, da ändere ich jetzt halt auch einmal auf 10. Und wir machen den Preis hier auf 17. Und dann sollte das eigentlich auch ein bisschen weggehen, hoffe ich. So, da hängen wir noch was rein. Helfen wir halt dabei ein bisschen mit, dass ich da wieder die Übersicht gewinne. So, dann haben wir noch eins von den hässlichen Dingern. Aber wir haben auch noch zweimal das da, ne? Warte mal, dann machen wir das so. Zack, dann hängen wir die da rein und dort rein. Da bleibt ja der Preis. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die 10% halt auch gezogen werden. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ihr braucht eine Kasse. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hi. Hey, have a minute. Oh, alle winken sie. Was ist denn los? Legt einfach euer Geld am Tisch und geht. Warum? Ach, die laufen jetzt halt auch da hinten rum. Okay. Ja, dann muss ich schauen, dass ich die Kasse nach hinten stelle. Also passieren hier vielleicht noch Unfälle. Das wollen wir ja nicht. So. Dann machen wir einmal Kasse schließen. Wir verschieben einmal die Kasse hier hinten hin. Warum geht es nicht? Jetzt. So, dann machen wir wieder auf. So, ganz schöner Kundenstrom, ne? Oh, ich müsste eigentlich eine Bestellung machen.
Ja, bin schon da. Bin schon da. Ich wollte nur die Bestellung schnell losschicken, weil sonst wird es nämlich zu knapp. Es wird sowieso schon sehr knapp wahrscheinlich. Schauen wir ganz mal kurz mal, ob wann der Harry kommt. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Und jetzt könnte es sein, dass er sich hier irgendwie reinquält. Und ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Noch nicht bewusst jedenfalls wahrgenommen. Und meine Augen sind da hinten fixiert. Keine Ahnung, wann er kommt. Vielleicht ist er jetzt ja gerade rein, wo ich weggeschaut habe. Das kann auch sein. So. Mir gefällt die Ego-Ansicht in dem Game auf jeden Fall. Ah. Da gab es wieder mal Prozente, ja? Na, komm her. Trau dich. Was haben wir? Oh. Was haben wir? Schuhe für 88. Oberteile für 21. Ich finde es irgendwie cool, dass es da drin mitsteht. Jawohl. So mag ich das. Macht ihr ab und zu mal in der Ego-Perspektive oder lasst ihr das komplett so in der dritten Person-Ansicht? Würde mich mal interessieren. So, jetzt gehen natürlich manche Sachen weg, das ist klar. Jetzt ist natürlich auch niemand da, der irgendwie mit einräumt. Ich hoffe zumindest, dass die das hinbekommen. Der Ben ist am Einräumen, das ist schon mal gut. Ich hoffe auch, es ist jemand da, der auspacken kann. Das ist eigentlich noch wichtiger. Warte mal, ich mach mal die Kasse zu. Und schau mal hinter ins Lager. Okay, das ist leer. Passt. Dann kann ich ja mal schauen, dass ich da noch was mit reinhänge, dass noch ein paar Artikel mehr verkauft werden können. Weil das ist schon, ne, essentiell. Wenn keine Ware drin hängt, kommen die Leute natürlich auch nicht und kaufen es. Das ist halt das. So. Dann schauen wir mal da. Dann schauen wir mal dort. Da hängt was drin. Zumindest wenn ein Teil natürlich von jedem drin hängt, ist es schon mal ganz gut. Da habe ich jetzt gar keinen befüllt. Nee, ich habe gar keinen mehr da, der auffüllt, ne? Oh Mann. Oh, habe ich... Ich habe Schuhe gekauft? Ich habe die sehr viele. Ich habe die Sportschuhe gekauft, oder? Nee, die Sportschuhe sind ja aufgeteilt auf zwei Regale. Das sind die Trader hier. Keine Ahnung, dann tue ich so die da. Tue die da mal rein. Zack, zack, zack. Habe ich nur vergessen, wieder einzupflegen, ne? So, und hier sind auch keine dran, ne? Warte, dann mache ich dann das auch nochmal. Weil das sind ja immer nur jeweils 5 in jedem drin und da, wo halt was fehlt, da wird dann halt nachgefüllt und fertig, ne? So, dann quetsche ich mich auch nochmal hinter die Kasse, oder? Ich weiß es nicht, ich fülle jetzt halt lieber mal noch auf, ne? Naja, wohl, wir haben auch nicht mehr allzu lang. Sollte jetzt erst einmal reichen. Wir haben auf jeden Fall jemanden da, der mit auffüllt. Wer ist das? Der Ben. Okay. Excuse me. Ja, genau. Ein Höschen da, ein Hemdchen dort. Aber er ist auf jeden Fall beschäftigt und das ist schon mal die Hauptsache, ne? Es ist zu schön. Genau, immer ran an die Kasse. Gut. Alles sind fertig. Die Kassen sind zu. Schauen wir mal. 219 Artikel nochmal. Wahnsinn. So. Damit haben wir bestellt, können zurück ins Büro. Wir haben noch 15.000 über.
Was ja wirklich ein schönes Sümmchen ist, würde ich sagen, ne? Also wenig ist es jetzt halt auf keinen Fall. Okay, alle auswählen, löschen. Bestellungen können wir nicht mehr machen. Dann können wir jetzt halt eigentlich nur noch schauen, ob wir jemanden hochpimpen können. Jawohl, der Mirko. Wiederbeschaffung ist ganz wichtig, dass das Zeug nicht kaputt geht. Jawohl, und Kasse, Tippfehler müssen weg. So. Und sonst niemand mehr. Okay, gut. Dann schauen wir nochmal hier drauf. Wir haben 2, 1, jawohl. Einen in der Früh und sonst zwei immer. So, und dann haben wir die Ramona. Die soll dann eben ihren Tag frei mal bekommen. Dann haben wir eigentlich sonst alles da. Die Anna. Oh, ich befürchte etwas. Ich habe nämlich vorhin mal was ausprobiert, und zwar bei der Mitarbeitererstellung, und habe aus Versehen die Anna gelöscht. Aber sie ist noch da. Also das ist ja schon mal ganz gut, ne? Dass sie nicht ganz verschwunden ist. So, sie ist im Verkauf. Dann würde ich sagen, ich packe dich. Wohin packe ich dich denn? Ja, in die späte Schicht. Ich mache dich auch in der letzten Schicht. Hier die letzten 5 Stunden. Zack. Zack. Mit einer Pause. Sollte eigentlich... Ja, das passt schon. Das passt schon. Marketing haben wir ja nur einen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Und... Jawohl, Level 30 haben wir doch schon mal geschafft. Und wir gehen zum Laden. Laden, Laden. Und da kommt er auch schon. So, ich lasse mal wieder schneller laufen. Das ist natürlich durch das, dass ich keinen Schnitt mache während des Tages. Also ich wirklich im Laden bleibe. Ist es natürlich dann schon so, dass ich... ja, super. Was wollte ich jetzt sagen? Dass ich relativ schnell durch bin. Also ich kann dann wirklich nur 2 Tage im Grunde spielen, nicht mehr, weil es einfach sonst zu lang wird. Ne? Weil das ist ja eine Viertelstunde oder über eine Viertelstunde, die ich ja komplett am Agieren bin. Würde ich jetzt den Verkauf rausschneiden, könnte ich natürlich auch das dritte Mal mit reingehen. Aber so natürlich nicht, ne? Weil sonst wird es einfach zu lang. So, ich stelle mich jetzt wieder hier an den Posten und lasse das dann einfach mal hier ein bisschen laufen, während der Paul einräumt. Wir haben die Wiebke noch und den... Ach nee, Quatsch, der Paul ist ja Verkäufer, der Colin und die Wiebke. Das sind unsere 2. Der Valentin ist natürlich auch noch da. So, dann mal einen Schluck Kaffee, ist immer gut. Hey, got a second? Und so tröppelt der Laden vor sich hin, ne? Also ich meine, ich höre ja auf eure Stimmen, wenn ihr mir sagt, ihr wollt nicht, dass ich den Verkauf rausschneide, dann ist das ja kein Thema. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich jetzt so toll ist. Wenn ich jetzt halt einfach hier an der Kasse stehe und kassiere. Aber was anderes kann ich aktuell nicht machen. Ich kann wirklich mich nur hier herstellen. Ich kann kassieren, muss abwarten, dass meine Leute ein bisschen hochgepimpt werden. Das ist ganz wichtig. So, warte mal, nach dir mache ich zu. Weil ich nämlich da hinten noch hin wollte. Habe ich jetzt da was rein oder nicht? Nee, da habe ich nichts rein. Kleidung, Oberteile war das noch. Und zwar diese 2. Gut, das sollen die auffüllen. Ich stelle mich wieder hinten an die Kasse. Jawohl, Wiebke ist unterwegs. Füllt auf. Zu dritt sind sie gleich unterwegs, ne? Ja, ist klar. Jetzt habe ich 3 Einräumer da.
Und wenn sonst jetzt halt nirgends ein Artikel rausgekommen ist und da ist noch was auf Lager, dann laufen die natürlich alle dahin und wer zuerst da ist, der darf hängen. So. Wir haben 8:30 Uhr. Der Tag zieht sich natürlich auch ein bisschen hin. Ganz klar. Ich gar nicht weiß, was ich alles labern soll. Aber gut, ich kann ja mal sagen, was ich jetzt Hey, noch have a minute? vorhabe mit dem Thanks. Konzern. Also, wir machen ja jetzt auf jeden Fall das hier. Wir sind vom Ziel her, also klar, Umsatz schon weit, weit, weit voraus. Wir brauchen Excuse me. allerdings noch die Artikel von La Fashionable, die wir verkaufen müssen. Und dann möchte ich ja eigentlich auch noch die Mitarbeiter schulen, ne? Das ist schon sowas, wo ich Wert drauf legen würde, dass wir die Mitarbeiter wirklich komplett mal durchgeschult haben. Dass die dann alles abgehakt haben und dann schicke ich die Bewerbung ins Headquarter, weil erst dann macht es wirklich Sinn, dass ich dann auch schon gut geschulte Leute da sitzen habe, weil das macht enorm was aus. Man hat es ja gesehen, wenn ich irgendwie ein neues Konzept gemacht habe und hatte dann die Mitarbeiter da drin, weil die waren einfach dann schon um einiges weiter geschult, ne? Wir können natürlich noch andere Artikel auch mit reinhängen, also noch ein paar mehr. Wäre auch möglich, nur ob jetzt ja dann zu viel mehr verkauft wird, weiß ich halt auch nicht, ne? Jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt mache ich mal wieder meine Bestellung, sobald er hier... Jawohl, Mindestlager hinzufügen, kaufen. Alles klar, wir lassen liefern. Ich bin doch schon da. Siehst mich doch. So, weil 13:45 Uhr, jetzt müsste der ungefähr um 14 Uhr quasi reinkommen. Jawohl, da ist ja schon der Harry. Ab ins Lager mit dir. Dann sollten eigentlich meine Angestellten auch auf dem Fuße fast Excuse me. folgen. Wenn ich jemanden da habe. Ja, doch. Ja, ist schon verschwunden im Lager. Thank you. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt ja wirklich so viel ausmacht, ne? Ob jetzt halt eine Palette ausgepackt wird oder ob das egal ist und ich auch größere Paletten hinstellen könnte, also die größeren Auffangdinger. Ob dann die Schulung das gleiche ist, ich weiß es nicht. Sowas kann man gar nicht beobachten, weil du müsstest ja dann wirklich dir irgendwie aufschreiben oder notieren oder einen Screenshot oder sonst was machen, dass man das im Überblick hat. Wo hat der oder diejenige angefangen auszupacken? Was ist, wenn die Paletten ausgepackt sind? Und was ist, wenn nur die zwei großen Körbe zum Beispiel dann ausgepackt sind, dass man das irgendwie mal vergleichen kann? Aber das ist halt schwierig. Wie sollen wir das machen, ne? Tja, 17:40 Uhr. Man kann jetzt eigentlich nur zuschauen, wie vier Verräumer, Hi. ne, vier Kassen, ein Verräumer, der Ben Schnell, Schell, Scholl. Ich hoffe, der packt einiges rein. Excuse me. Er ist halt jetzt alleine unterwegs, ne? Das ist halt das Problem. Thanks. Jetzt hat es gar keiner mehr unterwegs, ne? Super. Dann Moment. Okay, du bist weggegangen, dann passt's. Weil ich muss schauen, dass ich die Ware reinbekomme. Thank you. Ich muss das anders organisieren, das Ganze. Weil es bringt ja nichts, wenn dann am Abend keiner auf der Fläche ist, der irgendwie die Ware dann auch wieder auffüllt, wenn ich die Ware da habe. Die leeren Klamottenstände bringen halt kein Geld, ist das Problem. Thank you. So. Ich bin mal gespannt,
Also sollte am morgigen Tag kein Part hochgeladen werden oder vielleicht auch nur ein Part hochgeladen werden oder sonst was, bitte ich euch auch ein kleines bisschen um Nachsicht, weil ich habe nämlich heute meine Impfung bekommen und das schlägt ja bei jedem ein bisschen anders an. Könnte natürlich sein, dass ich dann mit Fieber plötzlich im Bett liege oder sowas und gar nichts machen kann. Von daher produziere ich jetzt halt auch den Part noch schnell, bevor da irgendetwas wirkt. Und ja, bitte ich einfach ein bisschen um Verständnis dafür. Und ich denke mal, dass ich am Freitag einen Livestream machen werde. Also ich hoffe zumindest, dass ich das hinbekomme, aber ich denke schon. Vielleicht dann halt nicht so lang. Wenn es mir nicht so toll geht, dann lieber ein bisschen kürzer, aber dafür trotzdem. So. Und? Ne, da war jetzt alles drin gehangen. Da fehlt auch nichts. Doch, da hat eins gefehlt. Ben, beeil dich ein bisschen mit dem Reinhängen. So, ich stelle mich jetzt auch wieder an die Kasse. Jede Kasse ist gut. In Bezug auf, dass die Kunden herkommen und auch irgendwas kaufen. Und bezahlen. Bei drei Kassen ist natürlich schon eher der Fall, dass ich dann den einen oder anderen Kunden mehr abkassieren kann, ne? Jo, ist nur ein einziger Kunde raus jetzt, was ich jetzt gesehen habe. So, wir müssen Mindestlager bestellen. 230 Artikel, holla holla, ne? Das ist nicht schlecht. So, 25.500. Jawohl. 20.500 ist eigentlich kein schlechter Betrag, muss ich jetzt echt sagen. Ist kein schlechter Betrag. So, jetzt gehen wir mal noch unsere Mitarbeiter durch. Wir haben hier einmal Hände schütteln. Wir haben hier beim Oscar. Machen wir jetzt einmal die Prozente weg. Und bei Maike ist es nochmal ein Punkt bei der Kasse. Das ist super. So, ansonsten würde ich sagen, können wir das alles jetzt erstmal sein lassen, so wie es ist. Fühlt sich krank, ja, alles klar. Und ich mache dann im Grunde, bevor wir das nächste Mal weitermachen, hier eine kleine Umstellung, ne, von den Leuten her. Da schaue ich ja mal ein bisschen, dass das mit, auch in der Früh habe ich keinen, dass das mit der Warenverräumung ein bisschen besser klappt, weil irgendwie ist das nicht so optimal, muss ich sagen. Okay, gut. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da und würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Insofern macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.